Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und willkommen zurück in Irland, wo sich dramatische Dinge abspielen. Wir haben die Jahrtausendwende gerade hinter uns und unser guter König ist gestorben und Marsoc, seine Tochter, also die erste Königin von Irland, hat die Macht übernommen. Und ja, was soll man zu dieser Frau sagen? Sie ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn man mal ehrlich ist. Sie ist charismatischer Verhandlungsführer, sie ist stolz, sie ist treuherzig, sie ist hinterlistig, faul, depressiv und gestresst. Die Vasallen sind tatsächlich gar nicht so schlecht, bis auf unseren guten Tressach. Aber die Tressachs hier unten, die Süd-Eradans, machen ja immer irgendwie Stress. Die haben auch ein großes Einflussgebiet. Guck mal, der hat 4 Grafschaften, hält er selber. Die sind tatsächlich auch echt eine Bedrohung. Insofern müssen wir mal schauen. Wir werden jetzt mal gucken, Punkt 1. Was nimmt sie sich als Ambition? Sie möchte Ruhm erlangen. Das wäre tatsächlich... Ein Erbe wäre auch was, findet ein Freund. Nee, sie will erst bei ihrem Sohn großziehen. So, das ist erstmal Punkt 1, weil wir haben ja Prinz Valdiv. Das ist schon mal viel wert. Den Fokus. Sie ist faul, sie ist stolz. Da bleibt meiner Meinung nach gar nicht so richtig viel übrig. Also grundsätzlich, sie wird nicht herrschen und sie wird sich nie um die Wirtschaft kümmern. Sie könnte vielleicht hier spontan durch die Gegend ziehen und alles knallen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ist aber auch nicht so ihre Baustelle. Sie ist halt von den Werten her, wenn man sich das mal anguckt. Bescheiden. Deswegen tatsächlich würde ich behaupten, faul. Das heißt, sie hängt mit ihrer Familie rum. Ich gehe davon aus, sie wird sich jetzt einfach mal hier der Familie widmen, wird einfach zu Hause rumhängen und sonst gar nichts weitermachen. Sie kann einen Kronenfokus festlegen. Moray nicht. Tyrconnell, Tyrone, Alster wird es werden, weil Alster ist nach wie vor der Stammsitz der Eradans, zumindest nachdem sie sich von Süden aus ausgebreitet haben. Eigentlich ist der Stammsitz ja immer noch hier in Thormond. Aber ja, das ist nicht. Da sind ja die Süd-Eradans. Wir haben hier die Schatzkammer aus Brei gefüllt. Ich habe das Buch jetzt weggelegt. Fürges Bekenntnisse braucht kein Mensch. Wohin wird es gehen? Also ich habe mir jetzt so überlegt, sie wird jetzt keine großen Kriege führen. Sie hat einen schwachen Anspruch auf Stressen. Das wäre tatsächlich eine Idee, ob sie den vielleicht durchsetzen möchte. Ansonsten ist da eher nichts. Ich habe jetzt mal eine Anfrage an den Schwager geschickt zum Thema, zumindest erstmal nicht Angriffspakt, und mit dem könnte man durchaus ein Bündnis schließen. Wir haben wichtige Entscheidungen. Wir brauchen ganz dringend einen Hofarzt. Also wir würden erstmal jemanden aussenden und wir müssen unsere Krönung organisieren. Und sie ist stolz. Ein beliebiger Priester sollte das tun. Dafür brauche ich allerdings erst die Unterstützung. Überzeugende Mitglieder mit Autorität werden jedoch nicht billig sein und mit den Vorbereitungen zu beginnen soll ich zuerst einen Priester finden. Ja, dann machen wir das. Und wir müssen unseren Rat besetzen. Und zwar als Kanzler müssen wir Tressach einsetzen. Ansonsten wird es ganz schwierig. Ein Kämmerer. Wen haben wir denn hier, der was kann? Und... Ja, sie ist faul. Das gibt sie ihrem Mann. Das ist... das soll das Reich verwalten. Das kann sie selber. Will sie das nicht machen? Das ist in Ordnung. Der soll hier... Was kann der noch bekehren? Klerus beeinflussen? Nee, er soll ein bisschen die Kultur erforschen, das ist okay. Truppen ausbilden, Revolten unterdrücken, das ist ihm... Armee organisieren ist okay. Das kann er machen. So. Dann niedere Titel. Wir haben keinen Hofarzt, aber wir müssten hier... Wir haben hier wieder so ein paar Leute, Meldoven, Tressach, die haben alle schon. Wir brauchen noch einen Seneschall. Den Abt von Derry. Und mit dem zum Seneschall machen... Nee, wir machen unseren Mann zum Seneschall. Und wir brauchen einen Hoflehrer. Wen könnte man denn dafür nehmen? Gabriella. Nee, wir brauchen jemanden schottischen. Godfrey. Gebildet, gütig. Ja, wir nehmen Godfrey. So, Godfrey de Limerick. Und wir werden als nächstes ganz unbedingt hier mal wieder in unserem Hof suchen, was da so an Männern rumtübelt, die nicht verheiratet sind. Wir wollen da ganz dringend der Bürgermeister von Aberdeen, den kann ich nicht verheiraten, Godfrey. Wir werden mit dem Godfrey mal eine gute Frau suchen.
Juditha. Nee, das ist die Königin Mutter. Die kann ich jetzt. Wobei, dann ist sie gleich aufgeräumt. Ich glaube tatsächlich, dann ist diese Gefahr gleich aus dem Weg. So. Das ist tatsächlich so, weil die suchen wir uns dann was. Einen Höfling. Hier haben wir noch einen Höfling. Den können wir noch. Haben wir noch irgendwas? Lertan, eine Cousine in Kildare. Kortisane in Kildare. Eine Verwandte. Nee. Wir bräuchten noch irgendwas. Na ja, dann nimmst du da. So, und unser Valdiv. Unser Valdiv, wir gucken mal, ob für den schon irgendwas zu kriegen ist. Irgendeine tolle Partie. Eine Gräfin, eine Prinzessin von Ostfranken. Prinzessin von Großen Meeren. Ostfranken. Na, Polen. Nee, das ist alles. Nee, das ist alles zu weit weg. Wir schauen mal persönlich nach. Eigentlich ist ja Frankreich noch so unser Thema. Also Frankreich ist und bleibt unser Thema. Der hat jetzt gar nichts. Und der Prinz von Bayern hat auch keine Kinder. Was machen die denn eigentlich alle? Na gut, egal. Rum wie numm. Wir werden jetzt einfach mal der Dinge harren, die da passieren können. Und schauen mal. Ja, also den Nichtangriffspakt haben wir. Und daraus würde ich jetzt ganz gerne sehr schnell ein Bündnis machen. Jawohl, dass wir wenigstens erstmal so ein bisschen Hilfe haben. Oh Gott. Als ich heute Morgen erwachte, bluteten meine Hände und Füße und ich spürte einen stechenden Schmerz in der Seite. Was ist nur los mit mir? Oh Gott, Stigmata. Das würfel ich aus. Oh, ich habe eine 1. Das sind die Stigmata. Gott hat mich gesegnet. Oh Gott, wir sind ein religiöser Eiferer. Das passt ja gar nicht zusammen. Nicht weit von den Grenzen des Reichs soll ein Esoteriker des altgermanischen Glaubens leben. Nee. Nee, den kann ich nicht holen. Ich bin ja jetzt religiöser Eiferer. Ich kann doch keinen Heiden in meiner Nähe dulden. Das geht nicht. Das ist jetzt zwar, mag jetzt doof sein, aber das ist jetzt so. So, Dressach, die Spinne hat Breifne geerbt. Der monophysistische Glaube triumphiert, das ist mir egal. An eure Exzellenz Königin Marthok von Irland. Ich fühle mich geehrt, bei eurer Krönung ihrer Majestät amtieren zu dürfen. Ich erwarte baldige Antwort. Fabelhaft. Ja. Jetzt, wo ich einen katholischen Priester gefunden habe, der bereit ist, mich zu krönen, muss ich entscheiden, wie viel ich für die Zeremonie ausgeben möchte. Ja, wir sind stolz, das geht gar nicht anders, extravagant. Warte mal, also, Earl Macbeth von Breifne ist tot. Und er hat es geerbt, oder was? Dressach, die Spinne von Kosten. Ach so, das darf ich nicht durcheinander hauen. Ja, das war übrigens ein unehelicher Sohn des Vorgängers. Den hat er jetzt hingerichtet. Wer hat denn den hingerichtet? Seid ihr denn alle? Hier drehen doch alle am Zeiger gerade schon wieder. Das ist doch schon wieder nicht euer Ernst. Oh, jetzt geht das los. Wir haben hier die Einladung verschickt für unsere wunderbare Krönung. Ja, alle werden teilnehmen. Nee, hier, wir lehnen ein paar Bürgermeister, wir lehnen ab. Es bleiben nur ein paar Tage, bevor ich zur Königin vor Gott und all meinen Untertanen gekrönt werde. Mein Hof ist bereits mit all meinen vornehmen Gästen gefüllt und all meine Vasallen, ausländischen Würdenträger sind gekommen, um diesen wichtigen Moment zu bezeugen. Eine solch prunkvolle Zeremonie ist ein seltenes Spektakel, das nur Königen vorbehalten ist. Es kann gar nicht schnell genug gehen, das stimmt allerdings. Tja, jetzt ist natürlich der Traum des Krankenhauses wieder gestorben. Mit all dem Prunk und all den üppigen Vorbereitungen und dem Näherkommen meiner Krönung beginne ich endlich, die Wichtigkeit meiner Rolle als Königin zu verstehen. Die Leute erwarten große Dinge von mir. Aha. Und ich werde sie nicht enttäuschen, dennoch sollte der Stolz mich nicht blenden. Moment, wir gucken mal. Ich habe eine 4. Dennoch sollte der Stolz mich nicht blenden.
Das hat gar nichts geändert. Wir bleiben stolz. Sehr gut. Neue Herrscher zu treffen, meine Vasallen besser kennenzulernen und uns über neue Ideen auszutauschen, war ein interessanter Nebeneffekt dieser Zeremonie. Jeder hatte mindestens eine Anekdote, um mich in der richtigen Art des Herrschens zu unterweisen. Ich frage mich nur, welche näher an der Wahrheit war. Die Pflege oder Beziehung zu Nachbarn und Untertanen ist wichtig, der richtige Umgang mit Finanzen ist reich. Nee, also wir sind faul und wir sind eine Diplomatin. Der wichtig ist, dass wir uns mit allen anderen irgendwie verständigen. Das ist entscheidend. Da gibt es gar keine Diskussion. So. Ich kniete vor Abt Kat Bad Mi, während uns eine Schar Vasallen in völliger Stille umgab. Der Abt segnete mich, setzte die Krone auf mein Haupt und verkündete durch die Gnade von Gott meine Krönung zur Königin von Irland. Jawohl. Wir sind jetzt von einem Priester, von einem Bischof gekrönt. Naja, das gibt nicht so viele Punkte. Unser Hofspitzel ist ausgeschieden. Und die Treulose hat Ländereien des Häuptlings von Westmeath geerbt. Schon wieder. Die erbt das. Sie gibt das immer wieder weg. Und dann erbt sie das immer wieder. Na gut, ist egal. Und jetzt haben wir einen offenen Hofspitzelposten. Wen können wir denn da annehmen? Haben wir noch irgendeinen Mächtigen, der eingebunden sein möchte? Haben wir nicht. Naja, es sieht eh schlecht aus mit Leuten, die da was können. Na gut, dann nehmen wir den da und schicken ihn weg. Ab mit deinem Kopf! Ab nach Rom, mein Freund. So. Gut. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Wir tun jetzt nämlich erstmal gar nichts. Das ist das, was wir am besten können. Wir könnten jetzt ein Hospital bauen, aber nö, warum sollte ich? Ich bin definitiv schwanger. Mein Gatte wird erfreut sein. Okay. Stopp. Und es gibt gefährliche Fraktionen. Herzog Tressach für Irland. Da sind die dabei. Und sie ist da dabei. 98%. Das ist eine gefährliche Fraktion. Wie können wir das hinkriegen? Nee. Der ist tatsächlich ein Problem. Der kann uns echt gefährlich werden, hier der Typ. Der kann uns echt gefährlich werden. Aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig als. Kann ich ihm ein Geschenk schicken? 130. Das machen wir. Glattere Haut, strahlende Augen, volle Kurven. Die Veränderungen, die diese Schwangerschaft mit sich brachten, haben mich noch schöner gemacht, als ich jetzt je zuvor in meinem Leben war. Dafür nehme ich die Übelkeit in Kauf. Es wäre unangemessen, mein Aussehen mit diesem Kind in mir zu zeigen. Nee, das ist ja, wir sind ja stolz, dann zeigen wir das auch. Eine Gruppe fahrender Ritter besucht Irland. Herzog Tressach der Zweite hat sich mit ihnen getroffen und wartet nun auf meine Antwort. Ach, ne, saufen ist doch cool, oder? Sprich, faul sind wir, hinterlistig sind wir, treuherzig. Aber na unbedingt. Da gibt es ein großes Gelage. Dann verprassen wir halt die Staatsfinanzen. Dafür sind sie da. Okay. Einer unserer Befehlshaber hat Fortschritte gemacht. Von mir aus. Die fahrenden Ritter haben zusammen mit unseren Rittern in Ulster an einem kleinen Turnier teilgenommen. Traurigerweise wurde dabei einer dieser landlosen Vagabunden schwer verwundet. Stolz. Wir sind eigentlich auch gesellig. Ja. Ach, die können da bleiben. Die können da bleiben. So, der mag uns doch jetzt. Es ist lange her, seit mir Gilbride das letzte Mal so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein plötzliches Interesse an mir mit meinen jüngsten körperlichen Änderungen in Verbindung gebracht werden können. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich trotzdem geschmeichelt bin. Ich muss es genießen, solange es hält. Das Kund hat heute Lust auf etwas anderes. Was soll ich essen? Das was spielt keine Rolle, solange es viel ist. Ich frage mich, wie der Fuß einer Wachtel schmeckt. Ich habe wirklich Hunger auf Hasenkopf. Ich will Forellenauge jetzt.
Moment, das, ja, wie würfel ich das aus? Moment, ich kann ja mal gucken, gibt es was, was wirklich rausfällt? Wir sind faul? Nee. Moment, ich habe ein W8. Da. Dann nehmen wir den W8. Da sollte das funktionieren. Und da habe ich auf dem W8 eine 3. Ich frage mich, wie der Fuß einer Wachtel schmeckt. Na dann, hauen wir uns mal einen Wachtelfuß rein. Das ist okay. Wenn man das so mag. Könnt ihr diese Fraktionen bitte auflösen? Oh, na klar. Ach nee, das ist ein Ruf zu den Waffen. Seid geehrt, Schwägerin. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zu den Waffen gegen König Elfstan von England. Ja, das machen wir. Das ist jetzt so. Dann würde ich aber tatsächlich auch nur hier. Wir haben auch ganz schön wenig Truppen hier am Start. Wir sammeln uns erstmal. Und dann gucken wir mal. Um was geht's denn eigentlich? Krieg um England. Er will immer noch König werden. Keine Diskussion darüber. Ja, und das sieht für ihn nicht so gut aus, wenn ich jetzt mal wirklich ernsthaft hingucke. Tja. Marsock führt die Truppen. Die kann doch gar nichts. Herzog Tressach von Connacht hat mir Beweise zukommen lassen, dass Abt Cathbad von Derry mich übel verleumdet hat. Prangert ihn öffentlich an. Ja, na klar, aber unbedingt. Und dann wird er eingekackert. So. Da bin ich schmerzfrei. Das ging gegen meinen Stolz. Da gibt es keine Diskussion. Da ist dann auch vorbei mit lustig. So. Dann nehmen wir dich. Kultur ist da auch was zu essen. Oh. Ich wurde zu eurem Regenten ernannt. Wieso? Wieso versteckst du dich jetzt? Hä? Ach, die kriegt bestimmt gerade ihr Kind. Aha, alles klar. Wir haben eine Tochter. Und die werden wir wieder mal Lorraine nennen. Weil das ist ein schöner Name. So. Dann schicken wir sie wieder mit. Haben wir hier noch was Besseres? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, unsere Anführer sind echt erbärmlich. Das ist immer das gleiche Spiel da mit dem Westmeath. Das ist echt spannend. Aha, da ist das Feudalsystem eingeführt und der Papst ist tot. Aber warte mal, jetzt stellt sich mir tatsächlich die Frage: Haben sich die Fraktionen. Ja! Er hat sich raus zurückgezogen. Sehr gut. Sehr gut. Den müssen wir jetzt einfach in unserem. Jetzt ist er wieder beigetreten. Okay, Fern hat einen neuen Abt. Jetzt ist er wieder beigetreten. Warum ist jetzt eigentlich auch die Stimmung wieder so? Herzog Tressach hat den Prinzessinnen treulos den Krieg erklärt. Anspruch auf Kildare. Alter, der will es auch wissen. Und jetzt kommt tatsächlich so ein bisschen ihr zu Händen, was sie so macht. Sie ist hinterhältig. Sie will den loswerden. Der ist unerträglich. Jetzt ist die Frage: Oh je, wir finden niemanden. Gar niemanden, der da mitmachen möchte. Na, das ist ja spannend. Aber sie will ihn trotzdem töten. So. Der muss weg. Kildare. Der breitet sich immer mehr aus hier unten. Das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich bin. Oh je, und jetzt haben wir da englische Truppen. Ah! Komm, haut sie weg. Ich bin die Königin.
Ja, ich bin die Königin. Jawohl, jawohl. Sie gewinnt tatsächlich ihre erste Schlacht. Wir haben die Schlacht gewonnen. Als ein Vogel kreischte, wachte ich auf. Ich hörte Männer in der Ferne brüllen. Warum bin ich auf dem Boden und starre den Himmel an? Ich kann mich nicht bewegen. Es ist der Moment, wo Königin Martha von Irland die Erde verlässt. Geht mit Gott, hörte ich aufgesprachte Stimme eines Verwundeten. Sag, dass ich sie liebe. Oh. Sie hat doch die Schlacht gewonnen. Oh, Scheiße. Ja. Königin Marthok, die hat's also. Machen wir es kurz. Sie war sehr kurz am Start. Königin Marthok starb im Alter von 22 und hat ihre Hülle aufgegeben. Sie starb im Kampf gegen König Elfstan von England. Marthok war von unbändigem Stolz zerfressen und wollte alle anderen in den Schatten stellen. Für diese abscheulichen Sünden wird sie im Jenseits sicherlich büßen müssen. Jo, König Valdiv. Aufgrund des geringen Alters von nur einem Jahr wird das Reich vom Regenten und dem Rat regiert. Lang lebe König Valdiv. So sei es. So, Moment. Das ging ja schnell. Prinzessin Lorien ist ja noch da. Und unser guter Kumpel Moldovan ist wieder der Regent. So, und wir haben die weinende Statue bekommen. Heil, Vorhaut und so weiter. Wir haben alles soweit geerbt. Das ging schnell. Ich würde Fürges Bekenntnis auch wieder. Wobei, ach, die lassen wir drin drauf geschissen. So, hat ja jemand geschrieben, es gibt immer noch diese Fraktion und diesmal ist es sehr, 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 sehr viel mächtiger, als ich das bin. Das ist natürlich jetzt. Das ist bitter. Ich kann kein Bündnis schmieden. Das heißt, wir holen jetzt unsere Truppen so schnell wir können nach Hause. Eieieiei. Das ist jetzt. Puh. Jetzt wird es eine spannende Situation. Jetzt müssen wir uns echt mal nach Leuten umschauen. Frankreich. Ja, Frankreich. Frankreich war von jeher, aber da ist nichts. Da ist nichts. Warum kriegen die alle keine Kinder? Was ist das Problem? Oder wie ist denn hier Ostfranken? Das ist schon zu weit weg, oder? Der hat doch. Oh, der hat Söhne. Wir könnten Prinz Elfstan. Das ist. Ach nee, das ist ja der falsche Typ. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er den Krieg gewinnt. Das werden wir mal abwarten. Wir werden das mal abwarten, wie das läuft. So, hier haben wir den König Navarra. Navarra, Navarra. Hier so eine Prinzessin von Navarra. Nein. Matrilinear würde er bevorzugen. Was bist denn du für ein Typ? Warum? Ja, bevorzugen würde ich auch so manches, aber es macht halt keinen Sinn. So, das bayerische Intermezzo ist auch schon wieder vorbei. Ja, die Zahl der Verbündeten ist tatsächlich überschaubar, wenn man ehrlich ist. Ist das hier Norwegen? Ja, das ist Norwegen. Ja, die Germanen sind tatsächlich noch ein Thema. Das ist echt. Das ist alles Norwegen da oben. Oh. Ja, wie gucken wir mal hier hin? Etienne von Schottland. Ein Franzose. Oh. Der hat auch nur alte Säcke als Kinder, ne? Das ist. Okay, wir werden dann mal als nächstes schauen, wie wir da zu Potte kommen. Ich mache an der Stelle erstmal eine Pause. Ich sage vielen Dank, und ja, das war ja meine überschaubare Regierungszeit. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.